Müßiggänger bevölkern die Straßen. Einige Nachtschwärmer bemerken Brandgeruch und Rauch. Er kommt aus der Dresdner Bank, direkt neben dem romanischen Café. Der Kassenbote hat den Schlüssel. Der Qualm wird stärker. Was ist passiert? Halt! Stehen geblieben! Stehen geblieben! Jemand hat versucht, in den Tresorraum einzubrechen. Und die dort gelagerten Akten haben Feuer gefangen. Die Polizei kommt so schnell sie kann und umstellt das Gebäude. Sie findet im Tresorkeller alle Anzeichen eines schweren Einbruchs und einer überhasteten Flucht. Hier, Chef. Hier sind sie reingekommen. Sie haben aber mächtig Mühe gegeben, ne? Ja, Chef. Das vierte Verbrechen in einer Serie. Ein sogenannter warmer Einbruch. Die Täter haben einen Schneidbrenner eingesetzt, um den Tresor zu öffnen. Das Abbruchmaterial vom Wanddurchbruch haben sie mit einem Tuch aufgefangen und die Einbruchsspuren geschickt mit selbstgebauten Attrappen kaschiert. Eine echte Attrappe. Schnieke, wa? Das unbekannte Täterduo hat etwas zurückgelassen, als es gestört wurde. Ihr Tatwerkzeug. Ein Schneidbrenner. Dann ist es klar, wer da. Warmer Einbruch? Das kann nur jeder gewesen sein. Zwei, Chef. Kommissar Fabig und seine Leute durchsuchen das gesamte Bankhaus von oben bis unten. Irgendwo müssen sie doch sein, die Einbrecher. Sie sind auch irgendwo. Und zwar im Dachgebälk, direkt über dem Treppenhaus. In einer winzigen Nische. Es war verdammt knapp diesmal. Und es ist nicht der erste Einbruch, bei dem sie so kurz vor dem Ziel abbrechen mussten. Liegt das vielleicht an der neuen Technik? Hätten wir mal Hammer und Meißel genommen wie andere. Ist jetzt was immer noch ganz Probst. Schnauze. Das Versteck ist so gut, dass Kommissar Fabig schließlich aufgeben muss. Für dieses Mal. Wir rücken ab. Aber wir kriegen sie. Die Einbrecher sind der Staatsmacht um Haaresbreite entwischt. Die riechen uns nicht. Und das bleibt doch so. Nach dem verlorenen Weltkrieg ist das Deutsche Reich auch finanziell am Ende. 155 Milliarden Mark Schulden belasten den Staatshaushalt. Die Alliierten fordern gewaltige Reparationen. Um ihre Ausgaben zu finanzieren, lässt die Regierung beständig neue Papiernoten drucken und löst so eine rasante Geldentwertung aus. Bis Ende 1923 treiben Inflation und Hyperinflation Millionen Menschen in die Armut. Viele verlieren ihr ganzes Geld. Doch es gibt auch Krieg- und Krisengewinnler, neureiche Emporkömmlinge, Raffkis. So nennt der Berliner Volksmund damals jene Menschen, die mit der Not anderer ein gutes Geschäft machen und ihren Reichtum ungeniert zur Schau stellen. Ihre Schätze horten sie in den Banken der Stadt. Die Inflation spielt also insofern eine Rolle, dass damals viele und fast alle Geld verloren haben. Aber dann wurden die Zeiten wieder besser und die Bevölkerung hat sehr schnell gesehen, wem es dann wieder sehr schnell sehr gut geht und wer eigentlich immer wieder auf der Strecke bleibt, nämlich eigentlich die Arbeiterschicht oder die breite Masse, die dann also auch anschließend nicht groß von profitiert hat, dann von der Währungssicherheit oder Währungsstabilität. Müßiggänger bevölkern die Straßen. Einige Nachtschwärmer bemerken Brandgeruch und Rauch. Er kommt aus der Dresdner Bank, direkt neben dem romanischen Café. Der Kassenbote hat den Schlüssel. Der Qualm wird stärker. Was ist passiert? Halt! Stehen geblieben! Stehen geblieben! Jemand hat versucht, in den Tresorraum einzubrechen. Und die dort gelagerten Akten haben Feuer gefangen. Die Polizei kommt so schnell sie kann und umstellt das Gebäude. Sie findet im Tresorkeller alle Anzeichen eines schweren Einbruchs und einer überhasteten Flucht. Hier, Chef. Hier sind sie reingekommen. Sie haben aber mächtig Mühe gegeben, ne? Ja, Chef. Das vierte Verbrechen in einer Serie. Ein sogenannter warmer Einbruch. Die Täter haben einen Schneidbrenner eingesetzt, um den Tresor zu öffnen. Das Abbruchmaterial vom Wanddurchbruch haben sie mit einem Tuch aufgefangen
und die Einbruchsspuren geschickt mit selbstgebauten Attrappen kaschiert. Eine echte Attrappe? Schnieke, wa? Das unbekannte Täterduo hat etwas zurückgelassen, als es gestört wurde. Ihr Tatwerkzeug. Ein Schneidbrenner. Denn es ist klar, wer da. War mal Einbruch? Das kann nur jeder gewesen sein. Zwei, Chef. Kommissar Fabich und seine Leute durchsuchen das gesamte Bankhaus von oben bis unten. Irgendwo müssen sie doch sein, die Einbrecher. Sie sind auch irgendwo. Und zwar im Dachgebälk, direkt über dem Treppenhaus. In einer winzigen Nische. Es war verdammt knapp diesmal. Die Zeitungen lieben die SAS. Sie schreiben über die spektakulären Taten. Jeder Bankraub ist eine Sensation und erinnert daran, dass gesellschaftliche Verhältnisse historisch und damit veränderbar sind. Denn der Bankraub stellt die scheinbar naturgegebene Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums in Frage. Gebrüder Sass agierten Ende der 20er Jahre vor dem Hintergrund von sozialen Verhältnissen, die von vielen Menschen als ungerecht empfunden wurden und verbunden waren mit der Erfahrung, dass kaum ein Aufstieg von einer Klasse in die andere möglich ist. Und jetzt kommen die Gebrüder Sass und repräsentieren genau diese Möglichkeit eines Aufstiegs, einer Veränderung. Und darüber werden sie zur Projektionsfläche für all diese Menschen, die sich in ihrem Alltag als kaum handlungsfähig empfinden. Bis heute sind die SAS ganz vorne mit dabei. Als herausragende Gestalten der Berliner Kriminalgeschichte. Der Leiter der Polizeihistorischen Sammlung Berlin, Jens Dobler, weiß um ihren Stellenwert in seiner Ausstellung. Also die SAS-Brüder waren auf alle Fälle sowas wie so Medienstars oder Helden, geheime Helden in Berlin gewesen. Das kann man auf alle Fälle sagen. Sie wurden ja auch im Grunde genommen auch medial schon sehr weit vermarktet und haben sich auch selbst vermarktet. Franz Sass, Jahrgang 1904, ist der Eloquente, das Mundwerk des Duos. Berliner Schnauze, frech, schlagfertig und wenn es sein muss, auch mal charmant. Erich, sein um anderthalb Jahre jüngerer Bruder, ist introvertiert und stottert leicht, ist aber handwerklich äußerst geschickt. Erich träumt davon, reich zu sein und den erstohlenen Reichtum mit vollen Händen ausgeben zu können. Wo er geht und steht, kritzelt er Dollarzeichen, wenn auch spiegelverkehrt. Bekanntheitsgrad und Medienpräsenz der Sass-Brüder sind immens. Bert Brecht spielt mit Was ist der Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank auf die Brüder an. Und der Herr, von dem Emil Tischbein in Kästners Emil und die Detektive sich 10 Pfennig pumpt, liest in der Zeitung gerade vom Bruch in die Diskontobank. Freche Diebe, vor denen kein Schatz sicher ist. Schatzbildung ist ein ganz zentraler Aspekt und eine Voraussetzung für die Kapitalbildung. Ohne Schatz gibt es kein Kapital und ohne dieses Kapital gibt es auch kein Reichtum. Und jetzt kommen da die Gebrüder Sass dorthin, wo die Schätze gehortet sind, nämlich in der Bank, und bedrohen diese Schatzbildung der Reichen. Und das erzeugt bei den Reichen eine ungeheure Angst und für die anderen einen symbolischen Triumph, der zeigt, dass man es vielleicht doch schaffen kann oder dass es wenigstens einige geschafft haben. Die Sass verunsichern die Reichen, indem sie an Orte vordringen, wo sie aus der Klasse der Habenichtse nichts verloren haben. Sie bedrohen das Establishment. Sie stellen die bestehenden Verhältnisse auf den Kopf und in Frage. Und sie verhelfen dem warmen Tresoreinbruch in Deutschland zum Durchbruch. Während andere Tresorknacker auf die herkömmliche Art und Weise vorgehen, mit Dynamit und Brechstange den Safes zu Leibe rücken, verfeinern Franz und Erich Sass den Schneidbrenner für den Einsatz bei Bankeinbrüchen. Klaus Detmar war Leiter des Landesarchivs Berlin. Er hat sich mit der Zeit der 20er und 30er Jahre in der Stadt ganz besonders auseinandergesetzt. Ihn begeistert die pfiffige Perfektion der Sass bei Planung und Vorbereitung ihrer Bankeinbrüche. Dieses Auskundschaften in der Stadt, alles genau beobachten, das war dann mit
eines ihrer Handwerkszeuge mit die, zur Vorbereitung eines Bruchs, also eines Einbruchs. Ohne diese präzise Vorarbeit, gleichzeitig sozusagen flankierend diese Spurenverwischung, die Beseitigung der Aushubmengen an Erde und dergleichen, wäre das ja alles gar nicht so weit gekommen. Birkenstraße, Ecke Lübecker Straße. Die Geschichte der Gebrüder Sass beginnt in einer 40 Quadratmeter Wohnung, Hinterhaus, vier Treppen rechts, im Arbeiterviertel Moabit. Horst Kupferschmidt war ein Nachbarsjunge. Da oben haben wir gewohnt, im fünften Stockwerk, kann man sagen. Und in dieser Zeit war ich kleiner Junge, 4 Jahre alt. Die Wohnverhältnisse waren natürlich sehr beengt, so etwa wie auf diesem Bild. Das Leben in Moabit ist rau und hart. Mutter Sass schuftet als Wäscherin im Krankenhaus Moabit. Der Vater ist Lohnschneider und Alkoholiker. Leben im Hinterhaus. Bis zu 11 Personen in Stube und Küche. Gewalt und sexuelle Übergriffe gehören dazu. Im Hinterhof aufzuwachsen, ohne Schaden zu nehmen, ist schwer. Schon früh geraten Erich und Franz Sass auf die schiefe Bahn. So ist auch die Frau Sass sehr oft zu meiner Großmutter heruntergekommen. Die beiden Frauen haben sich immer sehr nett unterhalten. Aber natürlich, die Frau Sass hat auch immer gesagt, was soll bloß aus unseren Jungs werden? Nicht? Die sind doch nun mal so, dass sie da stehlen gehen und so weiter. Und sie wollte, ist ja klar, mütterlicherseits ist es überall so nicht, dass ihre Jungs eben auf die rechte Bahn kommen sollten. Was ja nun leider Gottes nicht mehr der Fall war. Franz und Erich Sass wollen nur eins, raus aus dem Elend. Mit Einbrüchen und Diebstählen verdienen sie ihr Geld. Viel Geld. Sie machen weite Reisen, kleiden sich schnieke und geben beim Herrenschneider Adressen aus dem vornehmen Berliner Westen an. Um ihre Einbrüche zu tarnen, betreiben die Brüder Sass eine kleine Autowerkstatt in Moabit. Hier waschen sie ihren Gewinn. Wenn sie auch bei den Banken bisher Pech hatten, den ganz großen Coup noch nicht landen konnten, Einbrüche in Villen und Fabriken klappen immer. Dafür sind sie bekannt. Auch bei der Polizei. Sie zählen zu den üblichen Verdächtigen. Und so geraten sie auch diesmal ins Visier. Schönen guten Tag, die Herren. Na, kleine Überraschung, hat? Wo war er denn gestern Nacht? Kommissar Max Farbig führt eine Razzia in der Werkstatt durch. Vielleicht, so hofft er, findet er hier eine heiße Spur, ein Indiz. Guck mal ihn an, der Schneidbrenner. Sieht er genauso aus wie der, den wir beim Einbruch in die Dresdner Bank sichergestellt haben. Was, Dresdner Bank? Nach einem kurzen Schreck zeigen sich die Brüder Sass unbeeindruckt. Sie scheinen genau zu wissen, dass die Polizei nichts gegen sie in der Hand hat. Vor allem keinen Durchsuchungsbefehl. Sonst noch was? Ja, genau. Kann ich den Herrn vielleicht noch was anbieten? Ach nee. Für alles Weitere, da bräuchten Sie ja die Genehmigung. Jetzt reicht das aber, ja? Ihr beiden. Könnt ihr euch warm anziehen. Los, wir hauen ab. Kriminalkommissar Max Farbig leitet das Einbruchsdezernat im Polizeipräsidium am Alexanderplatz. 9 Mann hat er unter sich. In Berlin haben Einbrüche Hochkonjunktur. Schon beim ersten Einbruch, bei dem ein Schneidbrenner eingesetzt wurde, hat er die Brüder Sass unter Verdacht. Er kennt sie aus einer Reihe von Einbruchsdelikten, hat sie aber bisher nie überführen können. Zu clever, die Jungs. Farbig wird der große Gegenspieler der Sass. Wenn er sie fasst, dann bedeutet das Ehre und Ruhm. Wenn er sie aber nicht fasst, dann wird er zum Gespött der Leute und mit ihm die Berliner Polizei. Er will die Brüder Tag und Nacht beschatten lassen. Was? Zwei Mann sind zu wenig. Wir brauchen rund um die Uhr Beschattung. Ruth Farbig, der Schwiegertochter des Kommissars, sind die Gespräche im Hause Farbig über die Gebrüder Sass noch gut im Gedächtnis.
So erinnert sie sich, wie widersprüchlich die Gefühle ihres Schwiegervaters für die Brüder Saß waren. Das waren keine Verbrecher, das waren keine Gangster, das waren ganz stinkvornehme Ganoven. Deswegen reizt ihn das ja so, weil die immer irgendwie wieder rausrutschten. Und ich weiß nur, dass er sich immer über die Rechtsanwälte geärgert hat. Er wusste genau, wenn ich da hinkomme und das ist dann, die gingen wieder raus. Wenn man die sah, waren die also so schniegel angezogen, blendend versorgt und eben immer mit dem Gefühl, uns kann keiner. Hier im Treppenhaus der Birkenstraße 57 hatte Kommissar Max Fabig abends Beamte postiert, um die Brüder Saß zu beschatten und möglichst auf frischer Tat zu ertappen. Ja, hier in dieser Ecke, erzählte meine Mutter, standen immer die Kriminalbeamten. Außerdem führt Fabig unangemeldete Hausdurchsuchungen durch. Alles ohne Erfolg. Denn die Saß sind misstrauisch und sehr vorsichtig. Und sie haben die Nachbarn auf ihrer Seite. Verpfeifen will sie keiner. Denn die Saß gelten als großzügig. Gauner, die Gutes tun. Ach, hier ist ja noch so ein alter Briefkasten von früher. 10 und 20 Markscheine wurden da reingesteckt. Und wenn ich mich wiederhole, meine Großmutter war mal sehr verärgert, weil gerade auf dem Gang, wo die Saß-Brüder wohnten, niemals Geld in die Briefkästen gesteckt wurde. Während die Polizei immer mehr unter Druck gerät, ein neuer Einbruch, der die Saß'sche Handschrift trägt. Schon wieder? Nicht zu fassen. Diesmal in der Oberfinanzkasse in Altmoabit. Was? So begriff er nicht. Die Reparationszahlung für die Franzosen? Man könnte das auch Doldreis nennen. Die schrecken vor nichts zurück. Diesmal hatten die Brüder es auf 9 Millionen Reichsmark abgesehen. Eine Rate der Reparationszahlungen, die Deutschland nach dem verlorenen Krieg den Franzosen zu bezahlen hat. Immer vorausgesetzt, die Beden sind das, die die sogenannte warme Arbeit verüben. Wer soll denn sonst sein? Die Polizei hat es schwer in der Weimarer Republik Ende der 20er Jahre. Die Beamten sind schlecht besoldet und frustriert. Sie fühlen sich machtlos. Forderungen nach mehr Rechten, mehr Befugnissen, nach der Möglichkeit, hart durchzugreifen, werden laut. Sollten wir andere Seiten aufziehen? Dann hätte sich's aus wie Gentleman. Na, darüber haben wir bereits gesprochen, Zapf. Ich lehne solche Methoden ab. Leider. Sehr viele Polizisten fühlten sich ohnmächtig, weil die relativ organisiert vorgingen. Und so fühlten sich die Polizisten sehr oft, dass sie also durchaus Verbrechen aufklärten oder auch von Verbrechern wussten, die aber nicht hoch bestraft wurden, wieder freigelassen wurden. Oder aber auch eben sozusagen eher die Sympathie der Bevölkerung bei dem Verbrecher war als bei der Polizei. Vor dem Hintergrund der als unrecht empfundenen sozialen Verhältnisse und Reichtumsverteilungen wurde die Polizei eindeutig als diejenige identifiziert, die den Reichtum, der da oben zu beschützen hatte. Und der Misserfolg der Polizei führte dazu, dass so etwas wie klammheimliche Freude aufkam, dass die Menschen sich daran sozusagen auch erfreuten, dass diese Verhältnisse durch die Gebrüder Saß gestört werden. In den 20er Jahren ist die Kriminalität in Berlin straff organisiert. Chicago an der Spree. Sogenannte Ringvereine kontrollieren die Unterwelt. Besonders berüchtigt der Ringverein Immer Treu mit seinem Boss Muskel Adolf. Die Ringvereine geben rauschende Bälle, beherrschen die Gastronomie ebenso wie das Rotlichtmilieu. Hier sind die Brüder Saß hoch angesehen und respektiert. Doch mehr ist nicht drin. Die Saß arbeiten auf eigene Rechnung und ausschließlich zu zweit. Die bisherigen Pleiten waren Zufall, Pech. Jetzt aber geht der Blick nach vorn. Alles soll anders werden. Aber das nächste Mal klappt der. Erich, dann sind wir reich. Ein neuer Coup wird geplant. Welche Bank kommt als nächstes dran? Franz hat schon eine Idee. Was hältst du von der Diskontogesellschaft? Die Diskontogesellschaft am Wittenbergplatz? Ein ehrgeiziges Ziel.
Aber wohin mit dem schweren Gerät? Die Brüder wissen, dass sie unter Beobachtung stehen. Man bräuchte ein sicheres Versteck. Zentral gelegen, mitten in der Stadt, aber am Rande der Wahrnehmung. Wie wäre es mit einem Friedhof? In Berlin verbreitet sich schon bald das Gerücht, auf dem Luisenfriedhof sollen des Nachts Geister umhergehen. Das Gerücht kommt auch Kommissar Fabig zu Ohren, der glaubt nicht an Gespenster und lässt den Friedhof durchsuchen. Fabig stößt auf ein Versteck mit Einbruchswerkzeug. Dann legt er sich auf die Lauer, um die Brüder zu erwischen, wenn sie ihr Werkzeug holen wollen. Doch die Brüder haben Glück. Sie werden durch ein Geräusch gewarnt und können gerade noch rechtzeitig türmen. Das war knapp. Die Sache hätte schiefgehen können. Die Brüder brauchen jetzt professionelle Hilfe. Ein Rechtsanwalt bietet seine Dienste an. Dr. Müller-Strohmeier, ein stadtbekannter und gewiefter Jurist, der die Kripo zur Verzweiflung bringt. Seine Residenz liegt im feinen Berliner Westen. Wer von Müller-Strohmeier vertreten wird, dem kann keiner. Doch nur, wenn der sich auch an seine Anweisungen hält. Ich habe nur einen Rat für Sie. Klappe halten und wenn Sie vor Stolz nur so platzen. Den Ball ganz, ganz flach halten und die Polizei einfach auflaufen lassen. Vornehme Zurückhaltung üben, das ist für Franz Sass eine echte Herausforderung. Aber was sein muss, muss sein. Die 20er Jahre nähern sich allmählich dem Ende. Vor allem amerikanische Kredite stützen die von Krieg und Reparationen geschwächte deutsche Wirtschaft. Doch die Weltwirtschaftskrise zeichnet sich ab. Bankenkrise, Massenarbeitslosigkeit. Die radikalen Parteien verzeichnen einen immer größeren Zulauf. Gewalttätige Auseinandersetzungen, Saalschlachten und Straßenkämpfe sind an der Tagesordnung. In dieser immer rauer werdenden Zeit gelingt den Sass endlich der lang ersehnte große Coup, ihr Meisterwerk. Die Diskontobank am Wittenbergplatz gilt als die am besten gesicherte Bank in ganz Europa. Am Montag, dem 28. Januar 1929, ist die Aufregung groß. Die Tür zum Tresorraum geht nicht auf. Vermutlich wegen des nahen U-Bahn-Baus hat sich hier der Grund gesenkt und die Tür verklemmt. Ein Loch wird neben der Tür in die dicke Betonwand gestemmt, um in den Tresorraum zu gelangen. Was es dort zu erblicken gibt, ist eine böse Überraschung. Und ein Stück feinster Sasscher Wertarbeit. Das Chaos, das in der Kammer herrscht, ist unbeschreiblich. Rund 180 Schließfächer aufgebrochen, Koffer aufgeschlitzt, der Inhalt verschwunden. Der bestgesicherte Tresorraum Berlins ist ausgeraubt. Ach du grüne Neune! Die Einbrecher hatten den Schließmechanismus der Tür von innen blockiert, um Zeit für den Rückzug zu gewinnen. Selbst der Polizeipräsident ist da. Noch im Tresorraum haben sie ihren Triumph gefeiert. Kicken Sie mal, Chef! Ein Abschiedsgeschenk von den Einbrechern. So was habe ich noch nicht gesehen. Die sind von unten gekommen. Quasi unterm Wittenbergplatz durch. Tatsächlich, die Einbrecher sind von hinten in den Tresorraum eingedrungen. Habt ihr einen Schneidbrenner gefunden? Ja, ne, leider nicht wahr. Wir entschuldigen, Herr Präsident. Aber dieses Mal ist kein Schneidbrenner zu finden. Denn dieses Mal sind die Einbrecher ja nicht gestört worden und hatten Zeit, alles wieder mitzunehmen. Ganz schön ausgebufft. Sie kamen und gingen durch den Lüftungsschacht mit großer Beute. Der Speicher der Reichen geplündert. Gold und Schmuck, Geld und Wertpapiere, alles fort. Sie haben den Weg über den Lüftungsschacht ausfindig gemacht, durch den auch ein Mensch sogar passte. Und das war dann eben mit der entsprechenden Vorbereitung am Wochenende, wo also auch wenig Publikumsverkehr war, offenbar doch so zu handhaben, dass sie da in aller Ruhe
all die Fächer haben ausräumen können. Also wie die Titanic unsinkbar galt, galt die Diskontobank als nicht einnehmbar. Die galt also als die sicherste Bank überhaupt. Und die wurde auch wirklich mit sehr hohen Sicherheitsmaßnahmen gebaut. Und die SAS haben das geschafft, da reinzukommen. Übrigens auch relativ einfach mit einem sehr interessanten Trick. Und das hatte aber vorher niemand für möglich gehalten. Und das war für die Bankbetreiber schon eine sehr peinliche Situation. Max Fabig ist sich sicher, wer es war. Der Lüftungsschacht lässt ihm keine Ruhe. Und dann ist er da reingekrochen und wie gesagt, so mit Sprung auf Marsch da oben rein und dann war er weg und hat es verfolgt. Und dann hat man festgestellt, dass sie eben irrsinnige Arbeit geleistet haben, ganz still. Kein Mensch hat was davon gemerkt. Aber er hat es letzten Endes entdeckt. Ich glaube, da ist er anschließend bei der Mutter gewesen und hat die Wände abgeklopft. Und die Mutter wusste auch von nichts. Meine Söhne nicht. Die Verstecke hinter der Tapete sind leer. Wie so oft hat die Polizei keinen rechten Erfolg. Sie haben sie mal wieder ausgetrickst, die Brüder Sass. Die Sass haben es geschafft. Endlich ein Einbruch mit Erfolg. Ein Durchbruch in der Karriere. Ein Bankraub, der Geschichte schreibt. Der Skandal ist groß und ganz Deutschland hat seine Sensation. Das große Verbrecherlexikon bezeichnet diesen Bruch der Sass-Brüder als sensationellsten Bankraub der deutschen Kriminalgeschichte. Ihr Ruhm reicht bis nach Amerika. Die Sass werden festgenommen. Im Polizeipräsidium am Alexanderplatz sitzen sie in Untersuchungshaft. Die Polizei hat zwar keine Beweise, aber man wird sie schon zum Singen bringen. Die Brüder zeigen keinerlei Reue. Sie haben die Reichen beklaut und sind dadurch reich geworden. Es hat nicht die Falschen getroffen. Dass die Berliner Polizei das anders sieht, liegt in der Natur der Sache. Doch auch im Knast nüchtern die Sass nicht so schnell aus. Immer noch sind sie berauscht von ihrem Coup. Sie fühlen sich unverwundbar. Und ihre Strategie im Verhör? Sie streiten einfach alles ab. Das Einzige, was daran nicht stimmt, ist, wir waren es nicht. Wir waren es nicht. Die Unverfrorenheit der Sass ist schwer zu ertragen. Doch Fabig hat letztlich keine Beweise. Aber ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder. Na denn, bis ganz bald. Andi. Das gibt's doch nicht. Was willst du machen? Müssen wir eben versuchen, sie über die Beute zu kriegen. Es gibt ganz andere Möglichkeiten, die zum Reden zu bringen. Und wie sollte das aussehen? Und während die Polizei über härtere Maßnahmen nachdenkt, geben die Sass um die Ecke eine Pressekonferenz. Im Luther und Wegner am Gendarmenmarkt. Und sie lassen sich und ihre Dreistigkeit feiern. Was den Bruch in die Diskontogesellschaft angeht, wir waren es nicht. Ihr Meisterstück macht die Brüder Sass zu Helden. Und wie Helden lassen sie sich feiern. Völlig neu war, dass die Gebrüder Sass regelrechte Pressekonferenz durchführten, indem sie ihre Unschuld behaupteten. Und genau diese Fähigkeit, diese veränderten Verhältnisse, die das möglich gemacht haben, die waren in einem Obrigkeitsstaat schlicht nicht denkbar und auch in einer Diktatur nicht. Und das hat mit der Demokratisierung der Verhältnisse zu tun. Das wiederum ermöglichte den Zuschauerinnen, den Unbeteiligten, wieder ihrer Schadenfreude Ausdruck zu verleihen, weil das erneut sozusagen eine Möglichkeit war, den da oben eins auszuwischen. Das ist der Gentleman, der auf eine klug durchdachte Art und Weise dem Gesetz ein Schnippchen schlägt. Und das ist ja etwas, was auf jeden Fall Franz Sass versucht. Und auch die Anerkennung weiter Teile der Bevölkerung ja gewinnt. Das Geschäftsmodell der Banken war in Augen vieler Menschen unredlich, weil Geld auf eine Weise verdient wurde, die dem Ehrempfinden ganz vieler Menschen widersprach. Reichtum, Wohlstand verdiente man mit ehrlicher Arbeit. Und wer, wenn nicht die Gebrüder Sass,
die sozusagen in handwerkerlicher Meisterschaft eine neue Technologie des Schneidbrenners einführten, um zu ihrem Reichtum zu kommen, waren denn ehrliche Handwerker, wenn nicht sie? Und in dieser Denkweise werden die Banken zu den eigentlichen Übeltätern. Und Kriminalkommissar Max Farbig? Alle klar. Selbst er zollt den Brüdern in gewisser Weise Respekt. Er hat durchaus Bewunderung für die Sass, die ohne jemandem ein Haar zu krümmen, mal kurz so einen Einbruch gestemmt haben. Und immer noch sind sie unschuldig, haben sie zumindest als unschuldig zu gelten. Doch er, Farbig, wird dafür sorgen, dass sie ihre gerechte Strafe bekommen und ihnen diesen Bruch nachweisen. Und zwar über das Diebesgut. Das müssen sie doch irgendwo in Berlin versteckt haben. Aber wo? Vielleicht im Grunewald? In der Nähe vom Wirtshaus Schildhorn? Da sah er sie aus dem Gebüsch kommen, als er dort mit seinem Sohn ein Bier trinken wollte. Im Grunewald also? Ich habe ihn immer wieder gefragt, nicht nur ich, sondern überhaupt wir. Opa, wo war das denn? Wo, du musst doch wissen, wo die denn... Weiß ich nicht, aber im Grunewald liegt es. Und ich habe immer wieder versucht, ich sage, Opa, mir kannst du es doch erzählen, ich gehe da nicht hin, ich buddle da nicht rum. Nein, sagt er, kann ich dir nicht erzählen. Ich weiß nur, dass es im Grunewald ist. Doch der Grunewald ist groß. Vielleicht haben sie es auf dem Selbstmörderfriedhof verbuddelt, mitten im Grunewald. Ein Faible für Friedhöfe haben sie ja. Nach dem gelungenen Coup wird es still um die Brüder. Keine neuen Brüche. Sie halten den Ball flach und genießen erst einmal das Leben. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten kippt die Stimmung in Berlin. Politische Gegner werden verfolgt, erste Konzentrationslager errichtet. Etwa 3000 Gefangene, linke Demokraten, Vertreter der Weimarer Republik, Intellektuelle und Künstler werden im KZ Oranienburg inhaftiert, verhört, gefoltert und zu Arbeitsdiensten gezwungen. Am 1. April werden jüdische Geschäfte und Arztpraxen boykottiert. Am 10. Mai findet die Bücherverbrennung statt. Bücher wider den undeutschen Geist werden verbrannt. Es wird jetzt durchgegriffen. Die Sass beschließen abzuhauen. Das Pflaster ist zu heiß geworden. Obwohl sie versuchen, unauffällig und zurückgezogen zu leben, in der kleinen Arbeiterwohnung im Hinterhaus, spüren sie den Gesinnungswandel, der sich in Deutschland vollzieht. Gerade diese Diebe oder Räuber, die in der Weimarer Zeit sozusagen vielleicht als Meisterdiebe stilisiert wurden, denen galt die besondere Aufmerksamkeit, weil die als Berufs- oder Gewohnheitsverbrecher gesehen wurden, also unverbesserlich. Die haben keine Chance, sich in irgendeiner Form zu resozialisieren und wollen es auch nicht. Also diese Personen galten als Volksfeinde. Und dadurch, dass sie auch als Unverbesserliche galten, war eigentlich die logische Konsequenz, sie müssen ausgemerzt werden. Sie haben keine Lebensgrundlage, keine Berechtigung, in der Gesellschaft zu existieren. Die Sass setzen sich ab nach Dänemark. Ihre Aufenthaltserlaubnis fälschen sie. Die gefälschten Papiere werden ihnen zum Verhängnis. Sie fliegen auf. Die dänische Polizei beginnt, Erkundigungen einzuziehen. Doch noch haben die Dänen nichts in der Hand. Und die Sass begehen erneut Einbrüche, machen weiter mit dem, was sie am besten können, brechen ein, knacken wieder Tresore und Safes. Dass sie geflohen waren, war bestimmt klug. Aber damit fing das Problem erst an, weil Menschen, die auf diese Weise ihren Lebensunterhalt verdienen, haben in der Regel nichts anderes gelernt. Und mit welcher anderen Arbeit hätten sie denn sozusagen ihren Lebensstandard halten sollen? Die Sass dringen in eine Zigarrenfabrik ein, in eine Bank. Durchaus mit Erfolg. Aber etwas Wichtiges haben sie scheinbar übersehen. Die Gebrüder Sass fehlt natürlich ihre Heimatstadt. Also die Berlin kannten sie aus der Westentasche, kannten Häuser mit 2 oder 3 Eingängen, konnten sich einfach in der Menge verschwinden lassen. Und das ist natürlich in einer fremden Stadt mit einer fremden Sprache
sehr viel schwieriger. In Dänemark fallen sie viel mehr auf und sie werden auch gefasst, unter anderem deshalb, weil nach dem Einbruch in diese Tabakfabrik ein Zeuge aussagt, dass er eine, ich zitiere jetzt, deutsche Mannsperson gesehen habe. Und die dänische Polizei fahndet dann in den bekannten Absteigen und Pensionen nach deutschen Mannspersonen, die auffällig gewesen waren. Und stößt schnell auf die Sass-Brüder, die in einer kleinen Pension untergekommen sind. Die dänische Kripo durchsucht ihr Zimmer und wird fündig. Etliche Stücke, die bei Einbrüchen in Kopenhagen entwendet worden waren, tauchen auf. Und im selben Versteck Einbruchswerkzeug. Ein kapitaler Fehler. In Berlin ist den Brüdern das nie passiert. Franz und Erich Sass werden verhaftet. Zum ersten Mal werden ihnen Verbrechen einwandfrei nachgewiesen. Sie werden zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Verhaftung in Kopenhagen passieren jetzt 2 Sachen. Einmal gibt es ein dänisches Gerichtsverfahren, das dann zur Verurteilung führt. Und in dem Urteil wird auch festgehalten, dass die beiden Brüder nach Verbüßung ihrer 4-jährigen Strafe dann abzuschieben seien als ungewollte, ungewünschte Ausländer. Und das andere, was passiert, ist, dass die Berliner Polizei die Wohnung in der Birkenstraße nochmal und sehr viel dramatischer und sehr viel brutaler durchsucht und dann unter anderem dänische Kronen findet und Goldstücke. Und das führt zur Anklage. Die Anklage in Deutschland ist eine Gefahr. Die nationalsozialistische Justiz wird wenig Gnade kennen. Es hat sich viel verändert in Deutschland. Die Sympathie mit den Gentleman-Ganoven ist einer brutalen Hetze gegen sogenannte Berufsverbrecher gewichen. Ausmerzen muss man diese Schmarotzer, die nur Unheil über das deutsche Volk bringen. Gentleman-Ganoven sind nun Volksschädlinge. Müßiggänger bevölkern die Straßen. Einige Nachtschwärmer bemerken Brandgeruch und Rauch. Er kommt aus der Dresdner Bank, direkt neben dem romanischen Café. Der Kassenbote hat den Schlüssel. Der Qualm wird stärker. Was ist passiert? Halt! Stehen geblieben! Stehen geblieben! Jemand hat versucht, in den Tresorraum einzubrechen. Und die dort gelagerten Akten haben Feuer gefangen. Die Polizei kommt so schnell sie kann und umstellt das Gebäude. Sie findet im Tresorkeller alle Anzeichen eines schweren Einbruchs und einer überhasteten Flucht. Hier, Chef. Hier sind Sie hingekommen. Sich Ihnen aber mächtig Mühe gegeben, ne? Ja, Chef. Das 4. Verbrechen in einer Serie. Ein sogenannter warmer Einbruch. Die Täter haben einen Schneidbrenner eingesetzt, um den Tresor zu öffnen. Das Abbruchmaterial vom Wanddurchbruch haben sie mit einem Tuch aufgefangen und die Einbruchsspuren geschickt mit selbstgebauten Attrappen kaschiert. Eine echte Attrappe? Schnieke, wa? Das unbekannte Täterduo hat etwas zurückgelassen, als es gestört wurde. Sie legen gegen dieses Urteil dann Berufung ein im Februar 1940. Und es ist anzunehmen, dass das Einlegen der Berufung eben dazu führt, dass sie dann an die Gestapo ausgeliefert werden, weil das Regime eben eine Verlängerung dieses Prozesses, ein Neuauflegen dieses Prozesses, ein Hinterfragen. Müßiggänger bevölkern die Straßen. Einige Nachtschwärmer bemerken Brandgeruch und Rauch. Er kommt aus der Dresdner Bank, direkt neben dem romanischen Café. Der Kassenbote hat den Schlüssel. Der Qualm wird stärker. Was ist passiert? Halt! Stehen geblieben! Stehen geblieben! Jemand hat versucht, in den Tresorraum einzubrechen. Und die dort gelagerten Akten haben Feuer gefangen. Die Polizei kommt so schnell sie kann und umstellt das Gebäude. Sie findet im Tresorkeller alle Anzeichen eines schweren Einbruchs. Und einer überhasteten Flucht. Hier, Chef. Hier sind Sie hingekommen.
Sich Ihnen aber mächtig Mühe gegeben, ne? Ja, Chef. Das vierte Verbrechen in einer Serie. Ein sogenannter Warmer-Einbruch. Die Täter haben einen Schneidbrenner eingesetzt, um den Tresor zu öffnen. Das Abbruchmaterial vom Wanddurchbruch haben sie mit einem Tuch aufgefangen und die Einbruchsspuren geschickt mit selbstgebauten Attrappen kaschiert. Eine echte Attrappe? Schnieke, wa? Das unbekannte Täterduo hat etwas zurückgelassen, als es gestört wurde. Ihr Tatwerkzeug. Ein Schneidbrenner. Denn es ist klar, wer da. Warmer Einbruch? Das kann nur jeder gewesen sein. Zwei, Chef. Kommissar Fabig und seine Leute durchsuchen das gesamte Bankhaus von oben bis unten. Irgendwo müssen sie doch sein, die Einbrecher. Sie sind auch irgendwo. Und zwar im Dachgebälk, direkt über dem Treppenhaus. In einer winzigen Nische. Es war verdammt knapp diesmal. Wir für so gefährlich halten, die haben ihr Leben verwirkt. Und die können wir ermorden. Die ermorden wir. Die Brüder Sass sind tot. Hingerichtet ohne Urteil. Ermordet von einem Regime, das sogenannte Volksschädlinge ausmerzt. Doch wo ist der Schatz der Diskontogesellschaft? Wo haben die Gauner ihn versteckt? Im Grunewald? Am Schildhorn? Verbuddelt und verscharrt auf dem Selbstmörderfriedhof? Vielleicht? Noch immer graben Schatzsucher nach dem Versteck, nach dem Mythos der Brüder Sass. Aber die haben wieder mal alle ausgetrickst.